Im letzten Kapitel hat Oda etwas potenziell wirklich Großes enthüllt, doch neben den anderen Enthüllungen ist es ein bisschen untergegangen. Die Rede ist von Imus Befehl, Vivi zurückzuholen. Bevor ich nun aber darauf eingehe, warum gerade wegen diesem Befehl eventuell der finale Krieg beginnen wird, kannst du mir sehr gerne ein Abo dalassen, somit hier nichts mehr verpassen, auch nicht während der Pause, und wenn dir das Video gefällt, dann lass mir gerne auch einen Daumen nach oben da. Wenn wir über die Möglichkeit nachdenken, wie der finale Krieg beginnt, dann steht eine Möglichkeit ganz vorne. Die Weltregierung tut mindestens einem Freund der Ströte auf irgendeine Art und Weise irgendwas an und diese bekommen es mit. So in der Art lautet einfach das typische One Piece Schema. Von Orange Town zu Alabasta zu Marineford bis hin zu Wano Kuni, und da Vegapunk sich jetzt mit den Ströten angefreundet hat, ist auch Egghead keine Ausnahme. Es wäre also eine ganz schöne Überraschung, wenn das beim finalen Krieg anders wäre. Natürlich kann die Botschaft auf Laugh-Tale dazu beitragen, aber letztlich denke ich, dass es auch beim finalen Arc mit einem Freund der Ströte zusammenhängen wird, der von der Weltregierung bedroht wird. Und das bringt uns natürlich zu Vivi. Vivi ist nicht die einzige Person, die dafür in Frage kommt, aber aktuell auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Nicht nur hat Oda jetzt revealed, dass Vivi ein D im Namen trägt, sondern auch, dass Imu Jagd auf Vivi macht. Und wenn Imu sagt, bringt mir Vivi, dann ist das keine kleine Sache. Wenn die fünf Weisen es für nötig erachten, werden sie alle Hebel in Bewegung setzen. Wir wissen nicht genau, was Imu überhaupt mit Vivi möchte. Es gibt aktuell ja die Spekulation, dass Imu damals in Lily verliebt war und deshalb nun an Vivi interessiert ist. Ich halte die Möglichkeit weder für sonderlich wahrscheinlich noch für sonderlich unwahrscheinlich. Wenn es so kommen wird, dann wird es aber ziemlich wahrscheinlich nicht der Hauptauslöser für den Konflikt vor 800 Jahren gewesen sein. Das würde nun wirklich nicht ins Narrativ passen, sondern lediglich ein Punkt, um den Konflikt noch persönlicher zu machen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die, dass Imu Vivi hinrichten oder zumindest für die Sünden von Lily bestrafen und obendrein vielleicht auch Wissen über den Brief haben möchte. Und bei der Möglichkeit möchte ich auch erstmal bleiben. Denn wir wissen ja, dass Vivi aktuell noch bei Morgens ist, und wenn sie Vivi entführen, dann werden sie folglich auch auf Morgens stoßen. Und das ist interessant. Zuletzt auf Egghead hat Morgens geplant, ein bisschen von der Wahrheit abzuweichen, um der Weltregierung somit Honig ums Maul zu schmieren. Sein Ziel ist es ja, die Welt in Aufruhr zu versetzen. Er sagt selbst, dass seine Nachrichten unterhalten und die Welt erschüttern sollen. Das klingt ganz schön ähnlich zu dem, was der Erzähler über den Egghead-Vorfall gesagt hat. Also nach dem, was Morgens möchte. Der Egghead-Vorfall ist gefundenes Fressen für Morgens. Könnte es also sein, dass Big News Morgens über den Egghead-Vorfall berichtet? Oder wird es vielleicht sogar umgekehrt eintreffen? Er wird aufgehalten und kann nicht darüber berichten. Aktuell scheint Morgens ja aus irgendeinem Grund nicht über das zu schreiben, was Warpol und Vivi ihm erzählt haben. Aber stellen wir uns einmal vor, der Egghead-Vorfall ereignet sich, Morgens möchte darüber berichten, wird, ehe er dazu kommt, aber von der Weltregierung angegriffen, weil diese Vivi haben möchte. Sie schaffen es, Vivi gefangen zu nehmen, aber Morgens und vielleicht auch Warpol gelingt die Flucht. Immerhin waren die beiden ja auch nicht das Ziel. Er würde Zeit brauchen, um sich neu zu organisieren und in der Folge beschließen, die Wahrheit zu erzählen. Die Wahrheit über das, was Warpol und Vivi ihm erzählt haben. Währenddessen wurde Vivi natürlich zur Gefangenen. Selbst wenn Imu Vivi nach einer Befragung ursprünglich heimlich hinrichten wollen würde, würde die Nachricht seine Meinung wahrscheinlich ändern. Es wäre nötig, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, um ihre Macht zu zeigen, um zu zeigen, dass sie die Gerechtigkeit und Wahrheit sind. Es würde Zeit, um Morgens zu diffamieren und dasselbe mit Vivi zu tun. Sie könnten sagen, dass Vivi mit der Revolutionsarmee zusammengearbeitet hat, um den Thron für sich selbst zu beanspruchen oder so etwas in der Art. Das Gute an diesem Szenario wäre, dass es Zeit bräuchte. Das ist wichtig, damit die Ströte Zeit haben, um vorher den Mann mit der Brandnarbe zu finden, zu besiegen und um dann nach Laugh-Tale zu reisen und um sich dort oder davor einen Kampf mit Blackbeard zu liefern. Wir können uns nämlich ziemlich sicher sein, dass das One Piece vor dem finalen Krieg gefunden wird. Ich meine, Oda hat es uns indirekt ja bereits über Ruffy verraten. Dass Ruffy einen Traum hat, der überhaupt nur durch das One Piece in Erfüllung gehen kann, heißt ja zwangsläufig, dass das One Piece nicht am Ende der Geschichte stehen kann, weil erst danach überhaupt eine Chance besteht, diesen Traum von Ruffy zu erfüllen. Aber das ist auch nur einer von verschiedenen Gründen, warum das One Piece sehr wahrscheinlich vor dem finalen Krieg gefunden wird. Das ist natürlich deshalb wichtig, weil die Ströte nicht warten würden, wenn Vivi hingerichtet werden soll, oder auch, dass Vivi eine Gefangene der Himmelsdrachen, vielleicht eine Sklavin ist, dann würden die Ströte nicht einen Moment abwarten. Sie würden der Weltregierung ohne zu zögern den Krieg erklären.
Ruffy würde, um Vivi zu retten, auf das One Piece verzichten. Das ist einfach die Art Person, die Ruffy ist. Ruffy hätte nichts vom One Piece, wenn er dafür seine Freundin nicht beschützen kann. Und ich meine, wenn wir uns Kapitel 1085 anschauen, dann sehen wir ja, dass die CP0 genau damit gedroht hat, Vivi in eine Sklavin zu verwandeln. In ein Haustier, so wie Kalifa es gesagt hat. Dasselbe hat San Carlos mit Kami und Shirahoshi versucht und wie das für ihn ausging, wissen wir. Wenn wir einen Blick in Kapitel 1060 werfen, zufälligerweise in das Kapitel, wo Ruffy über seinen Traum sprach, wo wir erfahren haben, dass Sabo als Mörder von Cobra geframed wird und wo wir erfahren haben, dass Vivi überhaupt erst verschwunden ist, hat Ruffy darauf gepocht, nach Mary Joa zu segeln. Nur weil Vivi verschwunden ist und Sabo beschuldigt wird. Damals war Zorro so ein bisschen die Stimme der Vernunft und hat gesagt, es macht nicht wirklich Sinn, dorthin zu segeln, weil wir nicht wissen, was mit Vivi passiert ist. Sie ist verschwunden und letztlich hatte er auch recht damit. Wobei man schon sagen muss, es entbehrt nicht jeglicher Ironie. Denn wenn Warpol nicht gesehen hätte, was dort im Saal geschah und nicht geflohen wäre und Vivi dann nicht geschnappt hätte, dann wäre Vivi wahrscheinlich bereits zu diesem Zeitpunkt zu einer Sklavin geworden. Und dann wäre es natürlich wirklich tragisch gewesen, dass die Ströte da nicht nach Mary Joa gereist sind. Im Endeffekt war es für den Moment aber dennoch die richtige Entscheidung, weil Vivi eben nicht dort festgehalten wurde. Aber das sähe ganz anders aus, wenn jetzt bekannt würde, dass Vivi hingerichtet oder eine Sklavin werden soll. In diesem Fall würde Zorro Ruffy nicht aufhalten. Zorro wäre sowas von dabei, egal ob er Venus bekämpfen muss oder sonst wen. Und ich meine, was wäre das auch für eine absolut heftige Motivation und allgemein Storyline? Stellt euch mal vor, das, was Kalifa Vivi angedroht hat, würde umgesetzt werden. Das, was bei Kami nicht klappte, das, was bei Shirahoshi nicht klappte, würde nun mit Vivi geschehen, zumindest wenn die Ströte sie davon nicht bewahren. Nicht zu vergessen, dass Vivi mehr oder weniger ein inoffizieller Strohhut ist. Was für einen besseren Hook könnte Oda einbauen? Es wäre die perfekte Motivation für die Ströte, aber auch für uns. Und es würde obendrein sehr gut dazu passen, dass Oda die Arcs vor dem Timeskip mit denen danach in Teilen spiegelt. Immerhin hatten wir erst Kami auf Sabaody und dann Hancock auf Amazon Lily, die ja eine Sklavin war und dann auch schon Marineford. Vor allem haben wir sogar die Parallele zwischen Königin Lily und Amazon Lily. Stellen wir uns vor, der Eckert-Vorfall geschieht und zu diesem Zeitpunkt wird Vivi entführt. Es dauert ein paar Tage, bis sie in Mary Joa ist und auch bis einerseits Big News morgens darüber berichten kann und bis die Ströte auf der anderen Seite das One Piece gefunden haben. By the way, es klingt irgendwie so surreal, dass die Ströte das One Piece wahrscheinlich in lediglich ein paar In-World-Tagen finden, aber so wird es vermutlich sein. Imu würde sich dann mit Vivi auseinandersetzen, während die Ströte davon erfahren und beginnen, ihre Streitkräfte zu sammeln, bevor es letztlich dadurch zum finalen Krieg kommt. Vielleicht sind Shanks, Mio, Crocodile und Buggy währenddessen sogar bei Ruffy und erklären sich, nachdem sie Laugh Tale gesehen und die Wahrheit über die Welt erfahren haben, bereit, um gemeinsam mit den Ströten nach Mary Joa zu segeln. Die Revos kämpfen währenddessen bereits gegen die Heiligen Ritter und damit könnte das Finale losgehen. Übrigens könnte man so auch den Kampf zwischen Ruffy und Shanks und Mio und Zorro bringen. Stellen wir uns einmal vor, dass sie alle gemeinsam auf Laugh Tale wären. Und wir wissen, dass diese Seiten zwar Rivalen sein mögen, aber halt auch Freunde. Vor allem Ruffy und Shanks, aber auch Mihawk und Zorro sind vieles, aber sicherlich keine Feinde. Und Mihawk steht auch weder auf der Seite von Blackbeard, noch auf der Weltregierung. Vielleicht werden diese Kämpfe also Freundschaftskämpfe, wie beispielsweise damals Whitebeard gegen Roger, nur eben mit Gewinner. Zorro besiegt Mihawk, Ruffy besiegt Shanks und dann erfahren sie von der Nachricht über Vivi. Das wäre auf jeden Fall mal ein Szenario, um den finalen Krieg wirklich stark zu beginnen. Es würde natürlich wehtun, Vivi in so einer Lage zu sehen, aber gerade deshalb wäre es schon ein sehr heftiger Hook. Schreib du mir sehr gerne noch deine Meinung dazu in die Kommentare. Hier kommst du jetzt noch zu weiteren Videos von mir und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.